Manchmal startet man nach dem Kauf eines The Sims 4 Packs erwartungsvoll das Spiel und ist schon nach kurzer Zeit enttäuscht, wie wenig eigentlich im Pack enthalten ist und wie unvollständig es sich anfühlt. Bei manchen Packs ist aber auch genau das Gegenteil der Fall. Genau diese besonders vollständigen Packs möchte ich euch in diesem Video zusammenfassen. Beginnen wir mit der Jahreszeitenerweiterung. Die Jahreszeitenerweiterung zählte schon immer in der Sims-Vergangenheit zu einer der beliebtesten Erweiterungsthemen und auch schon vor der Veröffentlichung der Erweiterung hat die Community herumgerätselt, wie die Entwickler wohl diese Erweiterung umsetzen werden. Als diese dann am 24. Mai 2018 vorgestellt wurde, war die Community in kompletter Aufruhr. Der Trailer konnte mit wunderschönen Wettereffekten, lustigen Aktivitäten und einem komplett neuen Feiertagsfeature punkten. Aber im Gegensatz zu manch anderen Ankündigungen für The Sims 4 blieb der Hype nicht nur bis zum Release, sondern auch danach noch bestehen. Das Pack machte für viele Spieler nämlich insgesamt einen recht soliden Eindruck. Die verschiedenen Jahreszeiten wurden mit vielen kleinen Aktivitäten ausgestattet, die man auch schon aus den Vorgängerteilen kannte. Im Sommer kann man sich durch eine kleine Wasserbombenschlacht abkühlen und der Herbst hat bunte Farben und kleinere Laubhaufen zu bieten, in denen sich die Sims austoben können. Neu und ergänzend dazu waren aber die schon erwähnten Feiertage, die so in der Art bisher noch nie in der Reihe vertreten waren. Aber nicht nur das, auch der Kalender, der endlich ein Zeitgefühl ins Spiel brachte und mittlerweile auch für alle im Basisspiel vorhanden ist, wurde damals mit offenen Armen begrüßt. Insgesamt gibt es keine großen Features, die in dieser Erweiterung wirklich fehlen. Leider haben die Entwickler Kleinigkeiten wie die Schneetiefe nicht so ganz schön wie in den Vorgängern umgesetzt, meiner Meinung nach konnte das aber durch die kleineren und größeren neuen Features und Ideen gut ausgeglichen werden. Im Gegensatz dazu mussten wir in Erweiterungen wie Hunde und Katzen in der Sims 4 Version auf viele verschiedene Kreaturen verzichten, die es im Vorgänger noch gab. So ist es in der Jahreszeitenerweiterung nämlich nicht. Landhausküche. Auch wenn ihr vielleicht im ersten Moment überrascht sein werdet, landet ebenfalls ein Set in dieser Liste. Das Landhausküche-Set war eines der ersten seiner Art, als diese frisch vorgestellt wurden und hat ein leicht zu verstehendes und eindeutiges Thema. Dieses fügt schlicht und ergreifend eine neue Küche im klassischen Stil ins Spiel hinzu. Meiner Meinung nach eignet sich dieses Thema besonders gut für ein Set, da sich hier im Vergleich zu manch anderen der kleinen Mini-Packs auf nur einen Raum im Hause der Sims beschränkt wurde. So versucht das Innenhof-Oase-Set zum Beispiel im Kontrast dazu direkt Objekte für ein ganzes Haus bereitzustellen. Das ist im ersten Moment eine gute Idee, der Nachteil besteht aber darin, dass sich so nicht jeder Raum durch die geringe Objekteanzahl so detailliert und vielseitig einrichten lässt. So muss man dann doch auf Objekte aus anderen Packs zurückgreifen, wenn man nicht drei Schlafzimmer im Haus mit den immer gleichen Objekten zupflastern möchte. Dieses Problem hat das Landhausset also nicht, eine Küche kann man ohne Probleme mit den verschiedenen Möbeln einrichten. Im Pack sind neben den nötigen Theken und Schränken auch eine Spüle, Deko-Krimskrams und sogar eine neue Tapete mitsamt passendem Boden enthalten. Klar, wirklich viele Objekte bietet das Pack nicht, dafür fühlt sich die kleine, aber feine Auswahl trotzdem relativ vollständig an. Bevor wir aber mit den nächsten Packs weitermachen, nur ein kurzer Hinweis. 70% meiner Zuschauer haben diesen Kanal nicht abonniert. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo als Unterstützung da. Paranormale Phänomene. Wahrscheinlich habt ihr schon auf diesen Platz gewartet, denn natürlich gehört auch das neueste Accessoire-Pack mit auf diese Liste. Wenn man sich nur den Baumodus und erstelle einen Sim-Modus ansieht, fällt hier nichts Besonderes auf. Die 71 neuen Objekte sehen zwar klasse aus und passen perfekt zu dem, was man sich unter dem Titel des Packs vorstellt, aber auch andere Accessoire-Packs haben hier schon eine nette Objekteanzahl abliefern können. Besonders überraschend und der meiner Meinung nach stärkste Grund, warum dieses Pack doch einen Platz auf dieser Liste verdient hat, ist das Gameplay. Hier kann der 5 Euro teure Inhalt nicht nur mit einer interaktiven neuen Karriere glänzen, wie es auch schon beim Moschino-Accessoire-Pack aus dem Jahr 2019 der Fall war. Nein, dieses Pack bietet sonst noch eine 5-stufige Fähigkeit, ein neues Grundstücksmerkmal, mit dem stinknormale Wohnhäuser gruselig heimgesucht werden, ein neues Seance-Tisch-Gameplay-Objekt und einen neuen NPC, Bonehilda. Wo EA bei manchen Accessoire-Packs nur das absolute Minimum abgeliefert hat, werden wir hier vom kompletten Gegenteil überrascht. Für mich zählt dieses Pack zu einem der rundesten Packs für die Sims 4, was sich vermutlich auch in Zukunft nicht so schnell ändern wird. Dieses konnte vom Umfang sogar das traumhafte InDesign-Gameplay-Pack in den Schatten stellen, dazu habe ich aber ebenfalls ein separates Video gemacht, in dem ich noch mehr ins Detail gehe. Heimkino. Eines meiner Lieblings-Accessoire-Packs ist bis heute das Heimkino-Accessoire-Pack für The Sims 4. Nicht mal ist es für mich das neue Gameplay, welches zum einen aus der kleinen Popcorn-Maschine und der neuen Filmleinwand mitsamt neuen Blockbustern besteht.
Vielmehr hat mich in diesem Set die durchaus schicke und vor allem bunte Objekteauswahl überzeugen können. Die insgesamt 61 Objekte sind im Boohoo-Schick-Stil gehalten und sind vom Aussehen recht einzigartig. Diese konnte man so in der Art bisher nämlich nur in diesem Pack vorfinden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich zum Release gar nicht an den im Pack vorhandenen Objekte satt sehen konnte und diese bei jeder Möglichkeit in die Wohnung meiner Sims integriert habe. Insgesamt wirkt das Pack einfach recht rund und es gab nicht wirklich etwas, was man hier vermisst hat. Vermutlich hätte sich die Community einfach mit der Filmleinwand und neuen Filmoptionen zufrieden gegeben. Allerdings hat EA hier noch die Popcornmaschine mit dazugepackt, die natürlich thematisch super zu diesem Pack passt und dem Pack so noch ein wenig mehr Inhalt geben konnte. Ein besonders cooles Detail war ebenfalls die Möglichkeit, sein Lieblingsfilmgenre zu wählen und passende Filmplakate im Baumodus verwenden zu können. Was will man mehr? Dem ein oder anderen findigen Zuschauer wird aber bestimmt schon aufgefallen sein, dass auch andere Accessoire-Packs wie romantische Garten oder Kinderzimmer zwei verschiedene Gameplay-Objekte mit ins Spiel gebracht haben. Diese könnten wohl ebenfalls in dieser Liste auftauchen. Ich habe mich aber für das Heimkino-Accessoire-Pack entschieden, da ich es mit der meisten Nostalgie verbinde. Seid ihr mit meiner Auswahl der vollständigsten Packs zufrieden oder fallen euch noch andere Packs ein, die stattdessen in dieser Liste auftauchen sollten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.